ein herzliches Willkommen zu der wahrscheinlich, letzten Folge von Let's Play The Lotus Land Story, in dem wir, wie ich euch jetzt zeigen werde, oder gleich, das Wahnsinn. Das hab ich mich gerade selbst rausgebracht. Also nochmal von vorne. In dieser Folge, wo ich euch zeigen werde, das Good End Number One von The Lotus Land Story, dem vierten Teil der Serie. Und sag mal, Alice, was machst du da eigentlich zum Teufel? Ja, ich hatte ja ganz nebenbei, ich habe herausgefunden, wie unser kleiner Pseudovampir hier heißt. Nämlich, ganz komischer Name. Also im Grunde genommen wird sie wie Alice geschrieben, nur mit E am Anfang. Was mich ein bisschen verwirrt, weshalb ich nicht ganz weiß, wie sie heißt. Deswegen nenne ich sie immer Elis. Oder, ich habe keine Ahnung. Unser Pseudovampir eben. Also nochmal zurück zum Thema, hier beim Good End. Ja. Ich werde euch in dieser Folge zeigen, das Good End Number One von The Lotus Land Story. Nun, wie bereits in der letzten Folge gesagt, ist das jetzt nicht gedacht als ein, Vorführen des Endings mit einer schönen deutschen Übersetzung, damit jeder sich dieses Ending mal eben anschauen kann. Es ist gedacht als ein, Teil des Let's Plays, beziehungsweise eigentlich nur unter dem Aspekt, will ich es euch nur zeigen. Eben als Teil des Let's Plays von Toho 1. Toho 4. Zum Beispiel, was machst du hier, Alice? Ganz im Ernst, ich bin auf normal. Ja. Und Bürste passen. Perfekt. Deswegen werde ich euch keine schriftliche Übersetzung geben. Das heißt, ich werde keine Subtitles einfügen. Nein, ich werde es wie gehabt machen, bisher im Let's Play die gesamten Übersetzungen immer vorlesen. Zu meiner Vorgehensweise heißt es im Großen und Ganzen, ich werde die Texte vorlesen. Allerdings muss ich doch dazu sagen, ich darf jetzt gar nicht gewinnen eigentlich, weil es wäre etwas gegen das Konzept. Deswegen, gerade eben der Suizid. Das wollte ich gerade erzählen. Ich rede zu viel. Konzept, ach genau. Zu meiner Herangehensweise an der ganzen Geschichte. Das heißt also, ich werde das vorlesen, aber ja, durch den reinpassen. Sag mal ganz im Ernst, bin ich denn hier? Also, ich bin jetzt wieder rausgekommen aus dem Takt, weil ich unterbrochen wurde. Da man ja nicht anklopfen kann, bevor man in ein Zimmer reinkommt. Nein! Vor allem, wenn die Tür zu ist, aber was soll's. In diesem Sinne also, weiter geht's. Weiter geht's. Das heißt also, ich werde die Übersetzungen vorlesen. Zum vierten Mal inzwischen, glaube ich schon, oder? Mit der Besonderheit aber, werde ich mal ganz kurz dazu sagen. Kurze Erklärung. Eigentlich würden die ganzen Texte automatisch durchscrollen. In einer Geschwindigkeit, wie ich sie nie im Leben vorlesen könnte. Weshalb ist, was ihr sehen werdet, ist also nicht das originale Ending, sondern eine, wie sagen wir es, eine Art mit immer wieder Pausen gedrückte Aufnahme des Endings, wo ich eben genug Zeit habe, die Übersetzung reinzumachen. Würde ich wahrscheinlich jetzt nicht so sehr interessieren, ich wollte es aber nochmal kurz gesagt haben. Und was ich auch nochmal kurz gesagt haben möchte, ist folgendes. Ich kann nachher vorsagen, schaut euch eigentlich das Ending, würde ich euch empfehlen, nicht anzuschauen. Aus dem einfachen, ganz simplen Grund, es lohnt sich nicht im Verhältnis zu dem, was man erhalten würde, wenn man das Spiel selbst durchspielt. Deswegen nochmal ganz kurz mein Appell an euch, schalt jetzt auf Pause und... Ey, den Angriff kenne ich gar nicht von dir, ich kann es mal ganz ehrlich so sagen. Wow! Aber er ist unfair. Ich hatte mich kurz daran erinnert an, eine ähnliche Attacke von Yuka, aber die war doch etwas anders. Ach, meine Liebe. Ach, ich darf dich gewinnen, verdammt. Kannst dich mal eben umbringen, meine Liebe. Und warte mal, vielleicht bekommen wir es noch hin. Ach, was soll's. In diesem Sinne also kann ich nur sagen, schaltet auf Pause und schaut euch nicht an, das Ending. Und falls ihr es doch tun wollt, dann eben macht's, wenn ihr es unbedingt machen wollt. In diesem Sinne also, auf geht's mit dem, verdammt. Auf geht's also mit dem, Good End Number One von The Lotus Land Story. Und wieder mal ein herzliches Willkommen. Ich habe gerade schon rübergeschaltet von mir zu mir. Ich wiederhole mich nochmal ganz kurz, weil es jetzt keine Ahnung, wie viel es der Aufnahmeversuch ist. Beim letzten Mal ist ich wieder dazwischen gekommen.
wieder mal ohne zu klopfen und ich hoffe, es klappt diesmal. In diesem Sinne also, los geht's. Wenn ich den Knopf gefunden habe und ich hier klicken muss, weil ich muss im Großen und Ganzen sehen, was ich ja sehen muss. Deswegen, das wird ja sein. Später. Das war ja einfach... Nein, war es nicht. Es ist üblich für ein Schreimädchen, böse Geister zu bannen. Es ist ja üblich, aber... Es ist mein Beruf und so. Ich weiß aber, wirklich nichts dafür zu bekommen, ist ein bisschen... Vielleicht denken die Götter ja, dass es nicht so wirklich gut zu mir passt. Obwohl ich das ja eigentlich ganz gut mache. Oh, das ist ja Marissa. Hey! Hey! Ich bin nur hier, um etwas rumzuhängen. Gutes Timing. Du musst mir mal was geben. Hä? Was willst du von mir? War nur ein Scherz. Ach, wenn du das sagst. Wie auch immer. Wofür waren eigentlich diese Dinger eigentlich hierher gekommen? Mit Dinger meint jetzt Marissa diese komischen Geister, die Remus Schreiben heimgesucht haben, wieder mal. Ach, das machen böse Geister ebenso. Ah, oh. Aber es ist doch irgendwie langweilig, dass der Schrein nicht zerstört wurde. Dem sollte ich vielleicht ein bisschen nachhelfen. Bitte was? War nur ein Spaß. Was für eine Flasche hast du eigentlich da? Die hier? Hier rein habe ich die ganzen bösen Geister hingebannt. Wozu das denn? Was willst du überhaupt mit diesem Ding machen? Ich dachte darüber nach, sie für mich arbeiten zu lassen. Hey, Moment mal, du bist meine Priesterin und keine Beschwörerin von bösen Geistern. Ach, komm schon, es war doch nur ein Scherz. Sie ist für meine Sammlung. Sammlerstücke wie diese Flaschen sind genau das, was einen Schrein für gewöhnlich zerstören. Naja, weißt du... Später am Abend. Jetzt hat dieses komische Schild hier vor uns. Also links oben steht, rechts unten, ich habe das Bild gar nicht ganz vor mir. Ist dieser Platz wirklich innerhalb des Schreins? Und auf dem Schild steht Remu Sagoreis Raum. Remu Hagoreis Raum, Genitiv S im letzten Wort. Derzeit schläft sie. Ja, Remu, schlaf durch in Ruhe. Und wen haben wir denn da? Marissa, was machst du denn hier? Wieder mal verschulen nachts in den Raum anderer Leute. Egal, ich sage jetzt nichts mehr dazu. Ich wusste es. Sie macht sich kein bisschen Sorgen um diese Flasche. Denkt sie wirklich, der Schrein wird so wie vorher nach all dem Ganzen? Richtig. Du wirst am Ende komplett heiß über Kopf stehen. Auf geht's. Lass sie uns doch mal öffnen. Marissa, du machst jetzt nicht das, von dem ich denke, dass du das tust, was du... Was? Ach, ihr wisst, was ich meine. Marissa, du machst jetzt nicht wirklich, oder? So, Remo, später wirst du einen weiteren Job zu erledigen haben. Träume schön. Das kann echt nur Marissa bringen, oder? Diese Aktion kann echt nur Marissa bringen. Ja, Remo. Hä? Irgendwie fühlt sich hier etwas kühl an. Remo, das ist nicht mehr gesagt. Komisch. Verdammt, wir haben doch eigentlich Sommer. Hey. Hey, Moment mal. Ah! Wie auch immer. Für die Anwohner dieser ruhigen Welt ist es so ruhig wie immer. Relativ gesehen. Das war's also, das Good End Number One von The Lotus Land Story, den vierten Teil To-Serie, mit diesem wunderschönen Bild im Hintergrund von Yuka und Ellie in ihrem klassischen Design. Das heißt, Yuka trägt auch hier in diesem Bild noch ihre Hose und sie hat dabei ihren Sonnenschirm. Ich sehe meine Spitze gar nicht, wie auch immer. Diese Mörderwaffe, dieser Sonnenschirm, glaubt mir, das ist wirklich, ich habe schon mal erwähnt, nicht so ein Gegenstand, den man mal eben so mitnehmen sollte. Vor allem nicht, wenn der Yuka gehört, was er tut allerdings. Wer noch bis hierhin geschaut hat, eigentlich, naja, wieso, ich freue mich immer, wenn jemand zuschaut, trotzdem,
wie gesagt, ich spiele das Spiel trotzdem nochmal durch. Es gibt auch noch drei andere Endings in diesem Spiel, die alle sehr interessant sind. Weitestgehend. Und, ja. Und wir hören jetzt also im Großen und Ganzen fast auf mit dem Let's Play von Wilder's Land Story. Mit diesem Bild eigentlich ganz kurz, eine kurze Erwähnung. Alle Texte, die ich nebenbei aufgesagt habe, nebenbei aufgenommen habe. Und ich nicht während, wo ich nicht währenddessen Tor 1 aufgenommen habe. Wurden übrigens mit diesem Bild im Hintergrund aufgenommen. Wieso, fragt ihr euch bestimmt. Ja, ich finde das Bild ist einfach hübsch. Und es passt irgendwie zum Thema. Es motiviert irgendwie. Man denkt dran, ah, Toro 4 ist ja schön und gut. Und Yuga trägt ja noch ihre tollen, schicken Hosen. Ich finde irgendwie die Hosen stehen mir deutlich besser als ihr Rock. Aber das ist ja persönliche Ansichtssache. Was soll's? Ich schweife hier vom Thema ab. Was kann ich noch sagen? Nun, für die noch bis hierhin geschaut haben. Das ist noch nicht die allerletzte Folge von Toro 4, immer noch nicht. Nein, ich habe erwähnt, ich werde eine extra Folge hochladen, in der wir uns nochmal kurz die extra Stage anschauen werden. Ich werde sie allerdings nicht durchspielen, die extra Stage, aufgrund dessen, dass sie in diesem Spiel etwas schwieriger ist, zum Selbstsagt in den Kommentaren. Schon mal erwähnt, mal. Sagt in den Kommentaren selbst, dass es dieser extra Stage-Boss etwas schwieriger ist. Und ich überlege mir, ob ich vielleicht in dieser Stage eine extra Folge hochladen und ich glaube, diese extra Folge eben die extra Stage-Codes eben anspiele, soweit ich komme. und dann eben mal kurz die Charaktere vorstellen werde, die wir eventuell eigentlich treffen würden, wenn wir es denn schaffen. Das sind nämlich zwei Charaktere, die eigentlich. Man möchte nicht sagen, noch unbekannter sind als unsere Yuka und Ellie, so als Ellie hier. Wobei Ellie eigentlich relativ bekannt ist, jetzt ich meine Apple. Wie auch immer. Also noch unbekannter sind als die restlichen Charaktere. Oder sind sie unbekannter? Na, also von dem, was ich weiß, sind sie auf jeden Fall unbekannter. Wo sie doch eigentlich beide ganz nett sind auf ihre Art und Weise. Deswegen, ja, werden wir uns wahrscheinlich noch einmal sehen in diesem Spiel Toro 4. Falls jetzt irgendwelche Kritik aufkommt von wegen Übersetzungen gerade eben, ganz im Ernst, es war eine etwas freie Übersetzung, wie alle Übersetzungen, die ich auch sonst mache, es ist sozusagen eine Übersetzung, und natürlich ist die nicht so genau wie der exakte Text, der ursprünglich da ist, aber ganz im Ernst, wenn ihr es so genau und viel besser willst, dann schaut euch nicht dieses Video an, sondern schaut euch eine der vielen anderen Endings an. Jetzt kommt dieses Video doch erst endlich auf knapp wirklich noch 12 Minuten, obwohl wir eigentlich nur knapp nicht mal 2 Minuten im Original uns anschauen wollen, aber naja. In diesem Sinne also, nicht zum letzten Mal. Auf Wiedersehen! Habt einen schönen Tag, einen schönen Morgen. Ihr wisst inzwischen, glaube ich, mehr als Bescheid, was als nächstes kommen wird. Also mit Verabschiedung. Und dann, naja, Lebwohlsagen zu unserer knuffigen Ellie. Ach, ich mag Ellie richtig. Und, naja, noch nicht ganz lebwohl zu Yuka, die werden wir noch ein paar Mal sehen. In ihren, ach, ihre Hosen kann ich nicht zeigen, doch ich kann mir kurz ihre Hosen zeigen. Dang. Ja, ich benutze Windows übrigens. Nein, in dieser knuffigen, nein, nicht knuffigen, in dieser schicken Hose von ihr, die ich so viel ein Cube-Schiff finde, ist ihr Rock. Hab ich schon ein paar Mal gesagt, oder? Was soll's. Auf Wiedersehen auf jeden Fall und dann bis zur Extra-Folge. Ciao. Ups, war der falsche Knopf. Ja, hier seht ihr halt die ganzen Aufnahmen. Ich benutze Windows und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Stopp und klick.